Na, Herr Waldmann. Oje, was Süßes vorher dazu. Hallo und guten Morgen. Schön, dass Sie heute, ich hoffe, wieder dabei sind. Ich begrüße Sie zu unserer Eventserie MS Community Events 2020, heute mit dem Event Nummer 5, bei dem sich alles um das Thema MS Azure Services dreht. An dieser Stelle sei noch angemerkt, dass wir zwei ausgefallene Events nachholen. Das ausgefallene Event mit der Nummer 3, das ist die Power Automate und Power Apps Veranstaltung, die wird am 10.09. nachgeholt. Und für das ausgefallene Event Nummer 2 mit Power BI werden wir noch einen Nachholtermin finden. Da sind wir noch gerade dran. Ich denke, das wird aber auch bald geschehen. Vielleicht noch ganz kurz was Organisatorisches zur Veranstaltung. Natürlich können Sie uns Fragen stellen. Fragen bitte in Textform im Event stellen. Wir werden sie entweder im Laufe der Veranstaltung oder eben am Ende in der Frage- und Antwortrunde beantworten. Das Event wird aufgezeichnet, das heißt, wenn Sie was verpasst haben, ist auch nicht schlimm. Können Sie nachher offline angucken. Wir schicken Ihnen den Link zu. Und dann können wir heute jetzt auch schon starten. Gucken wir uns vielleicht mal kurz die Agenda an. Und schon kommt die Agenda. Ganz kleiner Moment. Moment. Oh, hier Probleme mit der Technik. Das ist eine Maus, Harley. So, jetzt. Also wir haben das Ganze in zwei Blöcke aufgeteilt. Der erste Block ist so ein allgemeiner Überblick über Azure, über die Infrastructure as a Service Funktionalität und über Windows Virtual Desktop. Danach machen wir eine kleine Pause für alle möglichen Dinge, Kaffee holen, Biopause etc. Im zweiten Block gucken wir dann einige Funktionen etwas dedizierter an. Plattform as a Service, Azure Function, DevOps, SQL und Sentinel. Und letztendlich eben die Q&A-Runde, das ist so ungefähr 11:30. Und dann sind wir auch durch. Vielleicht also als kleine Einführung. Irgendwas tut, ja, jetzt tut's. So, als kleine Einführung, Azure selbst ist ziemlich exakt 10 Jahre alt und ist, was viele eigentlich gar nicht so parat haben, mal per se ein kostenloser Service, hat aber natürlich viele Pay-per-Use-Funktionen und ist bei 95%, das nimmt unheimlich zu. Als ich die Folien zum ersten Mal geschrieben hatte, war die Microsoft-Aussage noch 80%, mittlerweile schon 95% von den Fortune 500-Kunden. Also ein unheimlich akzeptiertes Produkt. Azure unterstützt verschiedenste Entwicklungssprachen. Das ist wichtig, weil man da auch vieles zusammenstellen, zusammenbauen und zusammenführen kann. Es sind über 90 Compliance-Angebote mittlerweile vorhanden. Eine Sache, die immer wichtiger wird, je größer die Verbreitung ist bei Azure. Und letztendlich haben wir 68 Azure-Regionen mit entsprechenden Rechenzentren. Das ist ziemlich viel. Ich zeige die Karte deshalb ganz kurz, weil ich Ihnen zeigen wollte, dass Europa ja ganz gut repräsentiert ist, nämlich in ungefähr pari zur USA. Das ist erstmal erstaunlich. Die meisten Leute denken, da ist alles irgendwo gepoolt in den USA.
Wie sieht denn das aus? Azure verfügt über sage und schreibe über 200 Services. Die sind eingeteilt in 18 Kategorien. Welche Kategorien wir heute angucken, das sehen Sie jetzt grün eingefärbt. Da werden wir drüber schauen. Warum setzt man Azure ein? Letztendlich klar, Kosten senken. Man muss keine Anschaffungen tätigen, sondern man nutzt Services. Datenspeicher sind sehr, sehr einfach zu verwalten in jeder Dimension und man hat die Möglichkeit, schnell irgendwas auf die Straße zu bringen, ohne große Vorinvestitionen, ohne Installationen, Einrichtungen und so weiter. Die Skalierbarkeit ist enorm bei Azure, sind, glaube ich, Tausende von Servern dahinter. Verfügbarkeit, Security und Compliance ist was, was bei Microsoft Azure höchstens noch irgendwo einen Vergleich findet bei AWS. Und letztlich ist es so, dass die Integration natürlich mit anderen Microsoft-Produkten, mit Software, mit Tools und so weiter hervorragend ist, was auch so ein Alleinstellungsmerkmal für die ganze Sache ist. So, dann will ich das Feld überlassen den beiden Kollegen. Das sind echte Besserwisser im Sinne von, sie wissen es tatsächlich besser. Und ich räume das Feld und wünsche viel Spaß und gute Unterhaltung bei der Sache. Dominik. So, ja, dann herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir sind hier gerade ein bisschen in der Umbaupause, deswegen begrüße ich Sie schon mal an meiner Seite. Janik Feuser, für die, die mich noch nicht kennen, die vielleicht den letzten Webinar-Webcast von uns noch nicht mitverfolgt haben, mein Name ist Dominik Simon. Ich bin hier bei der Bechtle Freiburg Cloud Solution Architekt und IT Business Architekt. Das heißt, ich kümmere mich sehr intensiv um das ganze Thema Cloud, auch bei verschiedenen Anbietern, nicht nur bei Azure. Allerdings ist Azure schon ein bisschen mein Steckenpferd. Das mache ich doch schon am längsten einfach. Dankeschön. Und Janik, schön, dass du heute da bist. Freut mich. Einladung, ja. Vielleicht willst du noch ein paar Worte zu dir sagen? Ja, sehr gerne. Hallo zusammen. Mein Name ist Janik Feuser. Ich bin Dienstleistungsleiter bei der Bechtle in Offenburg. Bin seit 13 Jahren bei Bechtle und wir kümmern uns in Offenburg auch sehr stark um das Thema Multicloud Azure und auch die netten Mitbewerber zu Azure am Markt. Also wir machen nicht nur Azure natürlich. Ja. Freue mich natürlich heute mit dir, Simon, über das Thema, mit dir, Dominik natürlich, Entschuldigung. mit dir, Dominik, über die Azure zu diskutieren und vielleicht auch ein paar Anregungen hier ja noch in die Runde zu geben, was wir bei unseren Kunden auch schon umgesetzt haben und wie wir es umgesetzt haben und welche Dinge es gibt, auf die man einfach ein bisschen aufpassen muss dabei. Ja? Super. Von dem her freue mich. Cool. Freut mich auch. Würde vorschlagen, wir steigen gleich mal ein in die Thematik. Sehr gern. Wir geben mal so einen kurzen Überblick, was ist denn eigentlich in Azure alles vorhanden? Und wenn man jetzt das hier sich so anschaut, sind es einfach schon über 100 Dienste. Das ist jetzt, sage ich mal, die Service Heatmap, nennt man das so schön. Ja, die ist natürlich noch nicht ganz granular. Also insgesamt sind es über 200 Dienste, die inzwischen bei Azure Online sind, und zwar in den unterschiedlichsten Bereichen. Man sieht es hier oben von AI bis hin zu Storage ist alles vertreten, bis hin zu professioneller Medienübertragung. Also sowas wie wir hier machen, bloß für Fernseh und sonstige Studien. Also wir sind live mit Azure. Ja, genau, wir sind live mit Azure, genau. Und es sind einfach viele Themen. Und auch hier merkt man, dass einer sich nicht mehr um alle Themen kümmern kann, sondern dass es auch hier inzwischen einfach eine gewisse Spezialisierung in den Themengebieten gibt. Ja. Und das ist schon ganz interessant. Also ich mache das Thema eigentlich, seitdem es Azure gibt. Und am Anfang kannte ich noch jeden Dienst. Inzwischen würde ich sagen, ich habe vielleicht schon mal jeden gelesen, aber den Inhalt kenne ich bei weitem nicht mehr. Bei 200 Diensten oder mehr als 200 Diensten ist das auch wirklich spannend. Ja, genau. Gut. Paar Zahlen, Daten, Fakten mal zu Azure. Wir haben es gerade vorhin schon gehört. Wir haben 160 Rechenzentren, die online sind, in über 60 Regionen, 61 Regionen. Was bedeutet Region? Region heißt mal mindestens zwei Rechenzentren, die sich gegenseitig spiegeln und damit auch die Ausfallsicherheit gewährleisten. Also zum Beispiel die bekannteste hier wahrscheinlich ist West Europe, die aus Dublin und Amsterdam besteht, mit diesen zwei großen Rechenzentren. Dann
pro Internet, pro Rechenzentrum haben wir mal mindestens 200 Gigabit Internet Breakout. Und du betonst auf mindestens. Ja, genau. Das heißt, meistens sind es mehr. So ist es, das ist ja so die Mindestanforderung, die man mal für ein Rechenzentrum braucht. Das ist schon, kenne ich nicht viele Rechenzentren, die das vorweisen können. So ist es, ja. Allerdings, der Interessante ist ja dann auch das interne Netzwerk. Also diese Rechenzentren sind alle quasi über ein Netzwerk im Hintergrund verbunden, ist mal mindestens Faktor 30 schneller. Also das heißt, wir reden da über mindestens 6 Terabit zwischen den Rechenzentren. Das ist eine beachtliche Bandbreite. Vor allen Dingen sind diese Strecken natürlich auch wirklich hochgradig optimiert, auch latenzoptimiert. Das heißt, das ist für unsere Kunden, gerade wenn sie einen Multi-Location-Szenario haben, also vielleicht in den USA oder in Asien oder Südamerika quasi Rechenzentren benötigen, können Sie quasi die Rechenzentren dort, die Strecken innerhalb des Azure Backbones quasi nutzen und müssen hier nicht über Public Internet gehen. Ja. Ja, das heißt, Multi-Rechenzentrum-Szenarien sind einfach sauber abzubilden mit Azure. Genau, also wir befinden uns dann quasi auch nicht im Public Internet mit unserem Traffic, sondern wir haben tatsächlich dedizierte Leitungen, die wir dafür verwenden. Mhm. Alle Rechenzentren sind klimaneutral. Klimaneutral. Ja, klimaneutral heißt natürlich, da werden schon Zertifikate zugekauft, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber Ziel ist es von Microsoft tatsächlich im Jahre 2030 komplett klimaneutral zu sein, ohne Zukauf von Zertifikaten. Das ist ein ambitioniertes Ziel, aber ich denke, Microsoft schafft das. Ja, wenn man sich so die Entwicklung der letzten Jahre anguckt, haben sie ihre Ziele meistens eher schneller erreicht als später. Ja, definitiv. Wenn man sich das anguckt, ja, also Ziele, 59% Wachstum auf der Azure-Plattform. Azure ist inzwischen einer der größten Gewinnbringer für die Microsoft neben ihrem OS. Das ist, glaube ich, auch das, was dank Satya Nadella ein Umdenken bei Microsoft stattgefunden hat. Ja. Hm. Wie gesagt, wir haben schon drüber gesprochen, sind inzwischen einfach über 200 Services online. Wenn wir uns mal die geografische Verteilung anschauen, dann sehen wir an der Stelle schon, dass wir hier ein paar Besonderheiten mit drin haben. Insbesondere, wir haben in Afrika Rechenzentren, was sonst kein anderer Anbieter hat, weil Microsoft hat sich auf die Fahne geschrieben, dass sämtliche Kontinente abgedeckt werden. Also das heißt, wenn man auch wirklich in Richtung Afrika oder Südamerika denkt, dann haben wir auch dort die Möglichkeiten, Szenarien abzubilden, was eher eine Besonderheit ist. Das heißt, für unsere multinational aufgestellten Kunden, die wir zum Teil haben, eigentlich der optimale Dienstleister. Ja. Definitiv, ja. Dann, wie kriegen Sie denn so ein Backbone überhaupt hin? Ja, Microsoft investiert da richtig Geld und hat das momentan performanteste Internetkabel zwischen zwei Kontinenten und das Wasserkabel verlegt. Fairerweise muss man sagen, sie waren es nicht ganz alleine. Sie haben es zusammen mit der... Kostet ja auch ein paar Euro. Ja, haben es zusammen mit der Facebook gemacht. Ja. Das heißt, wir haben aber hier eine Bandbreite von 160 Terabit pro Sekunde und nahezu wirklich nur der physischen Latenz, die das Licht braucht, die ist von dem... Also, wahnsinnig tolle Leitung und die steht unseren Kunden, die Azure nutzen, eben auch zur Verfügung. Mhm. Und ich glaube, 160 Terabit, klar, sie können nur die Hälfte nutzen, aber 80 Terabit ist schon auch ein Wort. Also da gehen ein paar Daten durch. Weißt du zufällig die aktuelle Latenz auf der Leitung? Die aktuelle Latenz liegt unter 30 Millisekunden. Okay, transatlantisch. Transatlantisch. Ordentlich, ja. Dann... schauen wir uns jetzt mal einen Teilbereich an, die Infrastructure as a Service. Ich denke, das ist so für viele unserer Kunden der Einstieg in die Azure-Welt. Das ist tatsächlich bei uns auch so, ja. Also meistens fängt es mit IaaS an oder teilweise auch SaaS, aber da kommen wir nachher noch dazu. Genau. Und ja, das ist aber ein toller Einstieg, ja. Ja, ja, also. Lass mal zeigen, was du da hast. Ja, okay, gern. Also wir schauen uns mal die drei Teilbereiche an, also IaaS von Infrastructure as a Service, also wir hosten dort virtuelle Infrastruktur. Ist jetzt, wenn man sich so die letzten Jahre anguckt, nichts ganz Neues, also Virtualisierungslösungen gibt es jetzt schon mehrere. Am Ende verschiebe ich meine Virtualisierungslösung in ein anderes Rechenzentrum, das schauen wir uns aber gleich genauer an. Dann haben wir den nächsten Step, ja, das ist das Plattform as a Service, das heißt Services, auf denen ich aufbauen kann, meine Lösung zu entwickeln.
Das heißt, da muss ich mich schon um viel weniger kümmern, als ich es tatsächlich bei Infrastructure as a Service mache. Und am Schluss habe ich quasi die Software as a Service, du hast gerade schon angesprochen, das ist im Endeffekt das reine Konsumieren eines Dienstes, wo alles für mich bereitgestellt wird. Wenn wir uns das mal angucken, was ist denn die genaue Unterscheidung? Weil das kam jetzt aus dem Bild natürlich nicht so ganz schön raus. Wir haben unsere traditionelle IT. Kennt jeder. Rechenzentrum bei mir, oftmals im Keller, klimatisiert. Von Data Center bis hin zu den Daten innerhalb der Applikation bin ich für alles verantwortlich. Ich glaube, das ist auch das, wo noch viele unserer Kunden sind. Viele, ja, definitiv. Colocation ist etwas, was bei uns zum Beispiel weniger gibt. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Also im Endeffekt das Mieten von einem Rack in einem Rechenzentrum. Also wir haben tatsächlich 1 bis 2 Kunden, die das machen, die Colocation bereitstellen bzw. Colocation konsumieren, aber die kannst du an einer Hand abzählen. Ja, ja, also bei uns auch nicht sehr verbreitet, sage ich mal. Ja. Dann kommt der nächste Schritt, den gibt es dann schon häufiger, das Thema Hosting. Das heißt, mir wird im Endeffekt der physische Server auch bereitgestellt, aber um Virtualisierung, OS, also Operating System auf dem Server und so weiter, bin ich komplett noch selbst verantwortlich. Mhm. Im nächsten Schritt sprechen wir dann eben tatsächlich über Infrastructure as a Service und dann merken wir schon, okay, die Virtualisierung fällt mir auch weg. Ich bin halt ab unterkante OS quasi für die Maschinen verantwortlich und ich muss mich aber nicht darum kümmern, wie das Netzwerk dort aufgebaut ist, welche physischen Server darunter laufen, was da für eine Virtualisierung drunter liegt. Also da bin ich schon mal komplett frei. Dann haben wir den Plattform as a Service, da fällt noch mehr weg, da muss ich mich zum Beispiel um OS und Databases schon gar nicht mehr kümmern, schauen wir uns dann aber später dann nochmal genauer an, auf der Agenda haben Sie es ja gesehen, ist der nächste Punkt. Mhm. Und wir haben Software as a Service dann als, sag ich mal, das vollumfänglichste Programm im Sinne, ich bin nur noch für die Daten verantwortlich, die innerhalb meiner Applikation sind. Mhm. Ich denke, Software as a Service ist auch nichts Neues. Es benutzen ganz viele Menschen schon viel länger, als sie eigentlich denken, dass sie Cloud benutzen, weil zum Beispiel das klassische GMX-Mail-Portal ist eigentlich schon ein Software-as-a-Service-Dienst, den es schon, oh Gott, sehr lange gibt. Ja. Ja. Ich glaube, meine erste E-Mail-Adresse war auch bei GMX. Ja, ja, meine auch. Die gibt es sogar noch. Ja. Ich will jetzt sogar keiner hören. Ja. Wir sehen schon, wenn wir in unserer klassischen traditionellen IT unser Rechenzentrum haben und uns irgendwann mal für eine Ausstattung entschieden hat, im Sinne von Hardware und im Sinne von welche Virtualisierung ich nehme, im besten Fall natürlich Hyper-V. Natürlich. haben wir uns einmal festgelegt und diese Hardware muss quasi für alles passen. Ja, wenn wir über Azure sprechen, sprechen wir hier über eine doch deutlichere Differenzierung. Also wir sehen, wie viele verschiedene Serien es im Endeffekt bei Azure gibt von verschiedenen Maschinen, die für verschiedene Szenarien gedacht sind. Ja, ich will hier gar nicht auf alle eingehen, nur auf ein paar explizit. Zum Beispiel interessant ist die BS-Serie, das ist so eine genannte Burstable Machine. Das heißt, ich bekomme nur 50% der Rechenleistung garantiert von Microsoft. Das heißt, ich zahle aber auch nur 50% des Preises. Solange ich aber weniger als 50% Rechenleistung verwende, baue ich mir quasi sogenannte Credits oder so ein Guthaben auf. Und wenn ich dann quasi Lastspitzen habe, dann wird es aus diesem Guthaben quasi abgefangen. Mhm. Und diese Rechenleistung wird quasi auf 100% hochgeschraubt, bis ich die... Solche Maschinen sind ja ideal für Domain-Controller oder Maschinen, die in der Regel nicht viel zu tun haben, nur ab und zu was tun müssen, kann ich ja wunderbar Credits sammeln. Ne? Genau, also Klassiker sind so irgendwie so Build-Server, die einmal nachts irgendwie was kompilieren oder wie du sagst schon DCs, die haben ja eigentlich in der Regel nicht so wahnsinnig viel zu tun. Ja. Außer es kommt mal ein Windows-Update, wo sie mal kurz Power brauchen, aber genau dafür sind sie, so Szenarien sind die eben gedacht. Ja. Dann die D-Serie ist so ein bisschen die Brot- und Butter-Serie, das ist so die klassische, auch von Verteilung von RAM und CPU. Das ist unser klassischer DL380. Ja, genau, die Brot- und Buttermaschine, genau. Genau. Dann haben wir zum Beispiel eine, die ich noch rausgab, die MV2-Series. Das ist eine ganz spannende Serie, wenn man über das Thema SAP nachdenkt, weil wir können hier tatsächlich 496 physische Cores und bis zu 12 Terabyte RAM rein konfigurieren. Also das ist schon eine beachtliche Rechenleistung, die ich mir da zur Verfügung stelle. Und ich glaube, das wird dann auch irgendwann teuer, wenn ich mir das wirklich physisch anschaffe. Sind wir auch SAPANA zertifiziert auf der Plattform? Ja, definitiv.
sehr gut. Und als letztes noch die N-Series. Ganz interessant, hier werden tatsächlich physische Grafikkarten, Tesla-Grafikkarten von Nvidia bereitgestellt. Also sobald ich über das Thema Desktop-Virtualisierung im CAD-Bereich oder hochgrafisch anspruchsvollen Anwendungen nachdenke, wäre das vielleicht sogar eine Antwort auf diese Problemstellung. Mhm. Wir schauen jetzt hier nochmal rein. Wir haben hier innerhalb der verschiedenen Series nochmal verschiedene Größen. Also das heißt, wir haben am Ende des Tages hunderte von Auswahlmöglichkeiten, die ich wirklich auswählen kann. Und du siehst es hier vorne schon. Wir haben hier einen kleinen Button, Linux. Linux, ja. Du weißt es bestimmt, ich frage dich trotzdem, kennst du das Verhältnis von Linux und Windows auf Azure? So ungefähr 70-30. Ja, also es ist also 70% Linux und 30% Windows. Also die Zahl das erste Mal gehört, habe ich gedacht, was ist denn da los? Ja, passt, ja. Es sieht auch, das heißt, wir haben auch teilweise für Windows und Linux ein bisschen unterschiedliche Maschinen. Also von daher, ja. Jetzt will ich dir einfach mal kurz zeigen, vorneweg, es ist ein kleines geskriptetes Video im Sinne von Bildschirmaufzeichnung, wie man mal so eine virtuelle Maschine einfach selber deployt. Ja, das Video geht so ungefähr 5 Minuten und ich zeige jetzt einfach an der Stelle, wie man das Ganze als virtuelle Maschine einfach mal eine kleine Linux-Ubuntu-Maschine erstellt. Also im Endeffekt gehen wir mal hin, wählen einfach aus, wir wollen einen neuen virtuellen Computer erstellen. Wir sehen schon, das ist jetzt meine Umgebung, in der ich auch schon 2 Server am Laufen habe. Einer ist beendet, einer ist am Laufen. Ich klicke einfach auf Hinzufügen. Jetzt muss ich leider an der Stelle ein bisschen Zeit überbrücken, weil an dem Tag das Portal ein bisschen zäh war. Jetzt sind wir aber hoffentlich gleich durch. Und dann, wenn die Seite geladen ist, genau, sehen wir hier schon die erste Besonderheit. Wir haben hier verschiedene Abonnements. Das heißt, ich kann innerhalb quasi meiner Umgebung auch verschiedene Abteilungen zum Beispiel ausstatten und damit auch pro Abteilung oder pro Abonnement eine eigene Rechnungsstellung machen. Da hier auch der Hinweis, das können wir zum Beispiel auch über das Bechtle Clouds Portal extrem Wollte ich gerade sagen, ja, das ist eigentlich einer der Benefits bei uns. Ja. Genau, also deswegen, ich wähle jetzt hier an der Stelle mal ein Abo aus. Eins von mir, ein Plattform-Abo und eine Ressourcengruppe. Ressourcengruppe ist quasi das Zusammenfassen von verschiedenen Ressourcen, dass ich zum Beispiel dann auch mit einer Quota versehen kann, um dann zum Beispiel Abteilung zu sagen, ja, okay, du startest jetzt keine MV2-Series mit 496 Cores. Ja. Mhm. Wähle hier eine aus, die ich schon im Vorfeld erstellt hatte. Muss dem virtuellen Computer Namen geben. Wichtig hierbei ist, der Name hat erstmal nichts mit dem tatsächlichen Computernamen zu tun, sondern das ist der Name, den ich im Azure gebe, quasi ein Alias, damit ich ihn wiederfinde. Mhm. Ich wähle aus den Standort. Ganz wichtig an der Stelle, Sie sehen schon, das sind diese ganzen Regionen, die wir hatten. Und ich wähle hier Europa Westen aus. Ich kann jederzeit einen Computer auch innerhalb von Regionen verschieben. Also das bleibt mir auch unbenommen. Das heißt, ich muss nicht, wenn ich jetzt dummerweise den mal in Europas Westen erstellt habe, dann sagen, oh Gott, jetzt muss ich ihn löschen und neu anlegen. Nein, natürlich nicht. Aber Migration ist also möglich. Ja, genau. Auch zwischen Abonnements, zwischen Subscriptions ist es möglich. Ich wähle hier einfach einen kleinen Ubuntu-Server aus und jetzt sehen wir hier schon, ich habe es vorhin angesprochen, wir haben hier verschiedene Größen, die wir auswählen können. Ich wähle jetzt hier mal ganz bewusst, also Sie sehen ja, Sie sehen die Anzahl CPUs, der RAM und am Schluss dann auch, was kostet mich das ganze Ding im Monat? Und ich wähle dann jetzt einfach mal eine kleine Burstable Machine aus, die mich ganze 14,77 Euro im Monat kostet. Klick auf Auswählen. Und dann muss ich festlegen, wie ich mich dagegen authentifiziere. Ich wähle hier ganz bewusst Kennwort, weil einen öffentlichen SSH-Schlüssel jetzt zu erstellen in dem Video wäre jetzt ein bisschen aufwendig gewesen. Das heißt, ich wähle hier ein Kennwort aus, das ich der virtuellen Maschine vergebe. Immer wichtig, zwischen 12 und 27 Zeichen, anders als sonst die üblichen 8. Sicher. Ja, genau. Ja, die Maschine ist übers Internet erreichbar, dadurch wird da eine gewisse Sicherheit gefordert. Ja, dann haben wir hier schon das Thema, ich muss auswählen, auf welcher, sage ich mal, Storage ich das Ganze bereitstelle. Ja? Ich kann wählen zwischen einem klassischen HDD, also klassischen Harddisk, drehende Platten, Magnet, oder SSD Standard oder SSD Premium. Das sind dann nochmal deutlich schnellere SSDs. Ich wähle an der Stelle
jetzt hier mal SSD-Standard aus. Sagt, es soll natürlich verschlüsselt werden. Und könnte hier auch die Möglichkeit jederzeit noch weitere Datenträger hinzufügen in beliebiger Größe. Ich kann hier auch mischen. Auch auf unterschiedlichen Storage-Tiers. Genau. Mhm. Genau, ich wähle hier meine Subnets bzw. mein virtuelles Netzwerk aus und das entsprechende Subnetz. Lass hier jetzt gerade ein neues erstellen und stelle hier ein, über welche Eingangsports ich diese Maschine erreiche. Wenn ich natürlich eine Windows-Maschine erstelle, dann macht es wenig Sinn, wenn ich SSH-Port 22 freigebe, ja, sondern dann sollte ich eher 3389 freigeben, dass ich per RDP auf die Maschine komme. Korrekt. Das ist aber auch echt nur der vielleicht mal initiale Weg. Okay, ja, ich wollte gerade sagen, also es geht bestimmt auch einfacher, ja. Also, naja, das geht natürlich auch einfacher. Nein, ich meine jetzt das Freigeben der Ports übers Internet, okay, weil das Ganze sollte ja irgendwann in deinem eigenen Netzwerk, das am besten per VPN oder ExpressRoute an dein Rechenzentrum angebunden ist, und dann ist dieser Zugriff über Internet quasi nicht mehr gegeben. Wir wählen jetzt hier nochmal aus, inwieweit wir das Ganze überwachen wollen. Also wir haben hier die Möglichkeit der kompletten Diagnose des Systems, inklusive Startdiagnose und Diagnose des Systems. Ich wähle das jetzt mal aus. Das Ganze werden hier quasi, alle Events werden dann in Storage geschrieben. Und ich wähle hier zum Beispiel auch aus, ja, täglich um 19 Uhr soll die virtuelle Maschine heruntergefahren werden. Um Kosten zu sparen. Ja, um Kosten zu sparen. Und nach 19 Uhr arbeitet meistens eh keiner mehr. Ich lasse mich dann hier informieren. Muss hier natürlich die entsprechende Zeitzone auswählen, sonst wird es echt blöd, wenn die in einer anderen Zeitzone. 19 Uhr bei uns 11 Uhr mittags ist. Ja, das könnte zu Problemen führen. Ich gebe hier meine Bechtle E-Mail-Adresse ein und klicke hier noch schnell auf Sicherung aktivieren. Und in dem Moment habe ich schon ein Backup erstellt für den Server, was relativ fix gegangen ist. Wie wird die Sicherung denn berechnet? Rein der Storage, also der Festplattenplatz wird berechnet. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, dann auch noch quasi so vorgefertigte Templates an Applikationen in die virtuelle Maschine mir schon mit rein zu konfigurieren. Also ich kann hier zum Beispiel hingehen und sagen, ich möchte an der Stelle ein Acronis Backup noch zusätzlich rein konfigurieren, klicke drauf, die Maschine wird erstellt und quasi im Erstellen wird auch gleich diese Applikation mit installiert. Mhm. Kann aber hier an der Stelle dann auch jederzeit eigenen Code mitgeben. Also wenn wir jetzt über Ubuntu sprechen, klassisch Upget, Update, Upget, Upgrade, so Geschichten könnte ich schon alles mitgeben, sodass die Maschine auch immer aktuell ist, wenn ich sie dann tatsächlich in Betrieb nehme. Ich kann hier noch eigene Tags vergeben, um die Maschine quasi wiederzufinden. Das wird interessant. Kann die Tags auch nur auf einzelne Komponenten der virtuellen Maschine vergeben. Und sehe jetzt hier dann nochmal die Zusammenfassung und sehe, dass die virtuelle Maschine mich 2 Cent pro Stunde kostet. Und wir haben auch eine sogar minutengenaue Abrechnung. Mhm. Genau. Wenn wir jetzt kurz warten, dann müsste jetzt hier die Überprüfung fertig sein. Ich klicke auf Erstellen. Was passiert jetzt im Hintergrund? Jetzt wird angestoßen, dass quasi eine virtuelle Maschine auf Azure für mich bereitgestellt wird. Es wird eine öffentliche IP bereitgestellt, über die ich dann per Port 22, also per SSH, drauf zugreifen kann. Und wir haben ja schon gesehen, ich hatte jetzt kein virtuelles Netzwerk vorbereitet. Es wird ein virtuelles Netzwerk erstellt. Es wird ein Storage-Bereich für das Backup erstellt. Also da wird einiges passiert im Hintergrund, dann einiges. Und wir sehen jetzt schon, dann die Bereitstellung wird ausgeführt und innerhalb von wenigen Minuten, teilweise auch Sekunden, ist die virtuelle Maschine bereit. Ja, jetzt wirst du sicherlich sagen, es war ziemlich viel Klickebunde jetzt. Ne? Ja, das war eigentlich das, was ich gerade eben gemeint habe. Das müsste auch einfacher gehen, weil wenn ich also 500 Maschinen erstellen möchte ich jetzt nicht hier genau, 10-mal im Kreis klicken, ja. Das ist vollkommen richtig. Ich merke gerade, wir sind immer noch auf der gleichen Folie. Ich springe mal eins weiter. So, jetzt sieht es besser aus. Ja, wir wollen das vielleicht wiederverwendbar machen, einfacher machen, in Zukunft uns das Leben dort erleichtern. Ja. Ja. Jetzt. Ne, Moment. Jetzt bin ich hier. Jetzt haben wir ein bisschen. Jetzt sind wir weitergekommen. Dankeschön. Wir schauen uns kurz an, welche Komponenten wir dafür jetzt alles verwendet haben. Natürlich Compute, wir haben Rechenleistung bereitgestellt, wir haben Storage bereitgestellt für die Disk und für das Backup. Wir haben ein virtuelles Netzwerk erstellt, wir haben eine Network Security Group erstellt, weil wir haben jetzt wirklich nur Port 22 nach außen geöffnet, der Rest wird geblockt. Das ist so eine Sicherheitsregel.
Wir haben es Analytics erstellt, weil wir die Diagnosefunktionen erstellt haben. Und ja, nichts zuletzt haben wir halt auch Bandbreite, die wir konsumieren, weil wir müssen dort irgendwie hinkommen. Du weißt es zwar schon, trotzdem frage ich dich jetzt, Bandbreite, wie wird die berechnet? Data Traffic Outgoing aus dem Netzwerk, oder? Genau, also Incoming ist immer free. Genau. Das heißt, ich kann so viel hochladen, wie ich möchte. In dem Moment, wo ich anfange, mir Daten wieder runterzuladen, zählt die Uhr. So ist es. Jetzt haben wir diesen Server erstellt und wir haben gesagt, wir brauchen den halt häufiger, wir brauchen ihn regelmäßig. Das heißt, wir kommen jetzt in den Bereich, wo wir uns quasi Vorlagen bauen und den kennt man ja teilweise auch schon so von anderen Virtualisierungslösungen. Hier ist er vielleicht einfach ein bisschen anders. Wenn wir uns dann die virtuelle Maschine nochmal angucken, die läuft. Wir sehen jetzt hier an der Stelle dann auch gleich schönes Dashboard. Wie ist die CPU-Auslastung? Wie ist Netzwerk? Ich kann hier neu starten, beenden. Durch ein Klicken auf Aufnahme mache ich einfach mal schnell einen Snapshot. Kann sie direkt auch löschen, kann hier einfach mal die Ansicht aktualisieren und auf Verbinden würde ich jetzt quasi die Verbindung per SSH herstellen. Wir sehen jetzt hier, wie gesagt, die momentanen Leistungsdaten, schön, wie sie auch mitfährt. In den unterschiedlichen Bereichen, das ist eine neue Maschine, das sieht man jetzt noch nicht so viel. Ich kann, wie ich es gerade schon gesagt habe, jederzeit diese Größe der Maschine auch ändern. Das heißt, ich habe jetzt hier eine ganz kleine Maschine erstellt und möchte jetzt an der Stelle aber vielleicht mal kurzfristig mehr Rechenleistung zur Verfügung stellen. Dann kann ich im laufenden Betrieb die Größe der Maschine ändern. Hm. Das heißt, ich muss nicht die Maschine löschen, meine Daten, mein Workload neu installieren, neu migrieren und sowas. Ich kann direkt genau, eine andere Klasse hochziehen. Im laufenden Betrieb. Aber ich kann nicht einzelne Gigabytes in RAM und CPUs hinzufügen. Ich muss immer in den Klassen bleiben. Ne? Ich bleibe immer in den Klassen. Also ja, genau. Also genau, wir haben ein Sicherheitsdashboard, das uns so die Best Practices an der Stelle anzeigt. Wir haben ja dann nochmal über Eigenschaften immer die komplette Übersicht mit der externen IP, was ist installiert und so weiter und so fort. Und dann haben wir an der Stelle die Möglichkeit auch das automatische Herunterfahren nochmal zu konfigurieren. Wenn ich gemerkt habe, ah, brauche ich doch nicht, kann ich es auch wieder ausschalten. Und wir haben die Update-Verwaltung, das ist vielleicht etwas, was ganz interessant ist, wir können nämlich die virtuellen Maschinen auch von Microsoft quasi patchen lassen. Das heißt, auch Linux wird von Microsoft auf dem aktuellen Stand gehalten. Was ich dazu brauche, ist natürlich ein Diagnosekonto, wo dann quasi alles reingeschrieben wird, ja, was gemacht wurde. Aber Microsoft übernimmt quasi das OS-Patching für mich. Okay, das haben wir jetzt auch neu, ja, interessant. Ja. Machen die das auch? Machen die das dann auch für Windows? Ja, natürlich. Ja, okay. Wir haben die Möglichkeit, Skripte, die ich zum Beispiel regelmäßig brauche, mir auch dort zu hinterlegen und könnte hier quasi dann durch einfach einen Klick über die Web-Oberfläche auch Skripte auf der virtuellen Maschine ausführen. Mhm. Und jetzt haben wir das Thema Vorlage exportieren. Wir klicken mal da drauf und wir sehen schon, es ist ein bisschen überraschend, ja. Das ist jetzt hier weniger Clicky-Bunti, als wir es vorher hatten, ja. Sondern wir haben hier einen JSON-File. Mhm. Das heißt, intern arbeitet Microsoft komplett mit JSON-Files. Das heißt, wir sprechen hier eigentlich über Infrastructure as Code. Mhm. Und ich werde jetzt eben diesen Code mir mal sichern. Ich habe dort die Möglichkeit, das entweder in mein eigenes Code-Repository zu machen und dann per PowerShell oder in dem Fall bin ich jetzt einfach mal kurz faul und speichere es in meine Azure-Bibliothek. Habe es in die Bibliothek, sehe dann hier oben, die Vorlage wurde gespeichert und somit habe ich diesen Server immer wieder verwendbar für mich aufgebaut. Na, jetzt müssen wir auch hier in die nächste Folie springen. Wie verwende ich das Ganze denn dann wieder? Ich gehe hier einfach auf weitere Dienste, wähle meine Vorlagen aus. Und ich merke gerade, das Video hat noch Ton. Na, das heißt drum. Und sehe jetzt hier die Vorlage, die ich vorhin erstellt habe. Ich sehe dann hier auch immer meinen wirklichen Code. Wie gesagt, den kann ich auch jederzeit woanders verwenden. Also wenn ich ihn aus PowerShell quasi benutzen möchte, bleibt mir das unbenommen, kann ich das jederzeit tun. Ich klicke auf Bereitstellen und habe jetzt dann quasi die Möglichkeit, nur noch das Abonnement auszuwählen. Der Rest ist ja quasi schon alles ausgewählt und würde dann auf die Stimme die Geschäftsbedingungen und Kaufen klicken. Mache ich jetzt in dem Fall nicht, weil ich habe die virtuelle Maschine noch am Laufen und ich kann nicht
zweimal gleichzeitig die OS oder sonst irgendein Disk verwenden. Das heißt, ich kann diese Vorlagen auch freigeben, also auch zwischen Abteilungen zum Beispiel freigeben. Das bleibt mir alles unbenommen und ich habe somit eigentlich eine sehr schlanke Möglichkeit, diese virtuelle Maschine wieder zu benutzen, aber sie auch zu dokumentieren. Weil jeder, der diesen Code im Endeffekt lesen kann, hat auch eine vollständige Dokumentation. Klar. Wo ist die Maschine, in welchem VNet, in welcher Region, wie ist sie aufgebaut, mit welcher Hardwareausstattung, welche OS-Disk liegt drunter, alles. Und ich glaube, du wirst mir zustimmen, dass das Thema Dokumentation nicht immer bei jedem Kunden und Dienstleister nicht optimal ausgestattet wurde. Ja. Genau. Und das ist natürlich schon eine Erleichterung an der Stelle. Und ja. Jetzt haben wir natürlich noch eine Besonderheit. Wir hatten hier über JSON gesprochen. JSON ist dann natürlich wieder so ein bisschen proprietär von Azure. Wir hatten es gerade schon drüber gehabt. Ihr macht auch Multicloud. Ja. Das ist, ja. Wir machen auch Multicloud. Wir haben verschiedene Kunden, die an der Stelle vielleicht eine Umgebung bei AWS und bei Azure haben und sich dann jedes Mal denken, naja, AWS hat eine Syntax und Microsoft hat eine Syntax. Das ist jetzt wenig erquickend, da jedes Mal eine neue Syntax zu lernen. Nein, aber da gibt es auch eine Antwort drauf. Das Ganze nennt sich Terraform, ist ein Open-Source-Projekt von der HashiCorp, ist integriert in Azure, in AWS, in GCompute, in Alibaba. Und es ist eine Sprache, um Hardware quasi in der Cloud zu definieren, zu beschreiben. Und ich kann diese Sprache quasi für alle Anbieter verwenden und auch hier die Dokumentation mitmachen. Und man sieht schon, es ist relativ schön strukturiert und aufgebaut. Diese Zeilen Code sind jetzt zum Beispiel ein kompletter Linux-Cluster auf Basis von zwei Ubuntus mit einem Load Balancer. Es sind ungefähr 80 Zeilen Code und damit habe ich meine komplette Umgebung für den Desasterfall vorbereitet, weil ich kann sie über dieses Skript ganz schnell wieder hochbringen. Ich habe sie dokumentiert und ich habe sie reproduzierbar gemacht. Ich müsste im Endeffekt halt hingehen und Netzwerkeinstellungen zum Beispiel anpassen, wenn ich sie zweimal hochfahren müsste, aber das wäre ja sehr schnell getan und hätte dann diese Umgebung sehr schnell auch wieder reproduziert. Das ist dann quasi der Standard für Multicloud-Deployments. Definitiv, ja. Jetzt gucken wir uns mal ein Thema an. Wo wir sagen, wir haben jetzt über Infrastructure as a Service gesprochen. Was ist denn so ein Produkt, das quasi aus Infrastructure as a Service da mal entstanden ist? Ja, das ist eines der Use Cases aus Infrastructure as a Service. Und du schmunzelst schon, ich weiß schon, wir werden da gleich auch nochmal drüber sprechen. Ja, das finde ich auch gut. Wir haben Windows Virtual Desktop als Bereitstellung von Workloads für Client-Computer in der Cloud. Ja? Und wenn wir uns anschauen, was wir dafür quasi noch selber in der Verantwortung haben. Das ist natürlich die Desktops und die Apps, die ich bereitstellen muss. Ich muss eine Windows 10 Lizenz mitbringen. Ich brauche einen Server oder Windows 10 Enterprise, das ich dafür benutzen kann. Und ich muss eben meine Identities pflegen, ich muss meine Network Policies pflegen, natürlich. Aber die Microsoft stellt uns auch schon eine ganze Menge bereit. Also der virtuelle Client wird ja in Azure bereitgestellt. Wir haben den Broker, der die Verbindung managt. Wir haben das Management, wir haben das Gateway nach außen, wenn ich das Ganze auch über Internet bereitstellen will. Vielleicht in Corona-Zeiten eine Möglichkeit. Wir haben und Compute, Storage und Networking, das natürlich von Azure von uns bereitgestellt wird. Ja? Korrekt. Was brauche ich denn dafür? Also an Lizenzen, wo ist es denn mit dabei? Windows 10 Enterprise, Multisession oder Windows 10 Enterprise, das ist quasi in diesen Lizenzen, die Sie hinten lesen, dabei. Und vielleicht noch eine Besonderheit, deswegen habe ich die Folie da draufgepackt. Ja? Windows 7 Enterprise, weil wir dürfen Windows Virtual Desktop haben wir weiterhin den Support für Windows 7. Das heißt, wenn wir Kunden haben, die weiterhin Windows 7 brauchen, weil sie Applikationen haben, die vielleicht noch nicht für Windows 10 freigegeben sind, oftmals im Produktionsumfeld oder so, dann haben wir die Möglichkeit, das dort supported weiter zu betreiben, ohne dass die gleich einen Extended Support für Windows 7 brauchen. So ist es, ja. Also wir haben Windows Virtual Desktop auch schon im produktiven Einsatz bei unseren Kunden draußen und haben gemischte Ergebnisse. Ja, ich möchte das gar nicht schlecht reden. Es ist ein tolles Produkt. Ich finde es klasse. Es ist genau der richtige Weg, wo es hingehen soll.
Nur bei dem Einsatz von Windows Virtual Desktop ist es wirklich wichtig, dass die Planung ganz, ganz sauber gemacht wird. Und auch wo die Daten nachher liegen, auf die zugegriffen wird. Wir müssen auf Profildaten achten, wir müssen auf Datenbankanbindungen achten, wir müssen auf Security- und Compliance-Themen achten und so weiter und so fort. Das ist genau diese Verschiebung, die wir einfach auch wahrnehmen bei den ganzen Cloud-Services, ja, und bei den ganzen Dingen, die so in Managed Services irgendwie wandern. Ja, also Managed Services heißt nicht unbedingt, dass ich das von einem System aus beziehen muss, ja, sondern dass ich das auch von einem Hyperscaler beziehe, wie einer Microsoft, einer Amazon, einer Google oder anderen Dienstleistern, die da am Markt unterwegs sind. Was wir einfach merken, ist einfach, dass sich diese drei Säulen in der IT wahnsinnig verschieben. Ja, also das ist Plan, Build, Run. Wir hatten in den Commodity-IT-Themen früher sehr, sehr starke Bildphasen, ja, wo man dann Server und Hardware ins Rechenzentrum geschraubt hat und Vernetzung und was hast du nicht alles gesehen machen musstest. Ja, das ist jetzt hier nicht mehr der Fall. Ja. Nur ich muss es sauber planen, weil sonst habe ich nachher eine sehr, sehr hohe Planungsphase und eine sehr, sehr hohe Bildphase. Das ist aber in den Projekten klassischerweise so, dass wir in diesen Cloud- und Multicloud-Deployments eine sehr, sehr starke Planungsphase haben und danach eine sehr kleine Bildphase. Weil, wenn ich die Planungsphase nicht ausgiebig ausnutze, habe ich eben das Thema, dass die Bildphase immer wieder angefangen werden muss von vorne. Ja. Das heißt, ich baue es auf, reiße es ab, baue es auf, reiße es ab und das sollte da halt nicht so sein. Ja. Und bei dem Thema Windows Virtual Desktop, was noch ein relativ neuer Service ist von Microsoft, ja, der Ignite Public, genau, der aber gut funktioniert, vom Management her noch nicht ganz so schön ist vielleicht, wie man es kennt von anderen Herstellern. Nimmst du Wort in den Mund, ist okay. Von Citrix zum Beispiel, ja. Die haben einfach auch auf diesen Windows Virtual Desktop noch was draufgesetzt. Ja. Es gibt diesen Citrix Managed Desktop, der in Verbindung mit dem Windows Virtual Desktop arbeitet. Ja. Die können das gerade aktuell ein bisschen besser vom Image Handling und von der Konfiguration und vom Deployment. Ja. Aber Microsoft schläft ja nicht. Also Microsoft geht den Weg weiter. Und in Q3 habe ich ein Announcement gesehen, soll es auch ein etwas besseres Management geben, was direkteren Zugriff auch über die GUI von Azure auf diese Windows Virtual Desktops bietet, also, weil aktuell sind wir sehr konsolenlastig. Ne? Definitiv, also das ist ja eh ein Trend, den man jetzt so die letzten Jahre schon festgestellt hat. Wir haben es uns gerade schon angeguckt, Infrastructure as Code, also wir gehen wieder so ein bisschen weg von der GUI, mehr hin zur Konsole. Mhm. Ja. Sei es PowerShell, sei es Azure CLI, aber ja, du hast es gerade schon angesprochen, die Bildphasen sind dann relativ kurz, wenn man es richtig macht, ja, wenn man die Vorbereitung getroffen hat, weil deswegen habe ich genau mal was vorbereitet. Es ist ein 3 Minuten Video und in diesen 3 Minuten erstelle ich jetzt mal einfach einen nackten, ja, ich weiß, das ist noch nicht so, dass man es verwenden kann. Das ist ja Marketing. Ja, nein. Nein, es ist ein Workload in Windows Virtual Desktop für 100 Benutzer. Ja, das heißt, funktional, ja. Ja, würde, wenn man die Vorarbeiten gemacht hat, also wenn man Plan und Bild richtig gemacht hat, würde das funktionieren. Habe ich hier in dem Fall nicht, sage ich gleich auch schon. Ich will es hier einfach mal exemplarisch zeigen, wie man diese ganzen Sachen bereitstellen kann. Das ist auch hier werde ich wieder die GUI und nicht den Weg über die PowerShell, weil sonst würden Sie jetzt hier einfach nur ein paar Skripte sehen. Das ist dann wenig erquickend. Ja, ähnlich. Ja, deswegen, ich wähle hier aus, wie auch wieder meine Ressourcengruppe, wähle hier aus, ob ich Pooled oder Personal haben will. Also Pooled bedeutet, ich habe einen Windows 10 Multisession, das heißt mehrere Leute auf einer Maschine, die gemeinsam arbeiten, oder Personal würde dann halt wirklich klassisch dediziert wie die bedeuten. Ich kann hier festlegen, wenn man Default Desktop User ist und jetzt haben wir hier schon einen Punkt. Der Metadata Service für Windows Virtual Desktop, Entschuldigung, liegt ausschließlich in den United States momentan. Das ist noch etwas, das ist für Q2 announced, das ist in anderen Regions. Q2 ist dann auch schon leider fast rum. Ja, es sollte eigentlich schon da sein, gefühlt. Aber es wird einen Migrationspfad geben, um das auch innerhalb von Deutschland. Dann. Ja. Ich denke, was man auch nochmal dediziert sagen sollte, wir arbeiten da mit Windows 10 Multisession bewusst und nicht mit dem Windows Server Betriebssystem. Nein. Das ist eigentlich, was es auch so spannend macht in diesem ganzen Microsoft-Ökosystem. Das heißt, der User hat wirklich auch einen Store, ja, und kann mit einem App Store arbeiten, wenn ich ihn freischalte, genau. Die Desktop Experience und User Experience ist eine ganz andere, als wenn ich jetzt auf einem reinen Terminal Server arbeite. Definitiv. Ja. Und diesen Windows 10 Multisession Host kriege ich nur bei
Azure. Korrekt. Also das heißt, bleibt uns auch groß gar nichts anderes übrig, als das in der Cloud zu machen. Wir konfigurieren hier mal die virtuellen Maschinen. Das heißt, wir können hier festlegen, welche Workload dann auch anliegt. Also das ist so ein Best Guess, nenne ich es jetzt einfach mal, von Microsoft. Light, Medium, Heavy, Power, oder ich kann es auch komplett eigenständig machen. Ich gebe die Anzahl der User an. Und was passiert dann? Microsoft schlägt mir vor, 7 mal D4V3, also 4 CPUs, 16 GB RAM für 100 User. Mhm. Dann müssen wir hier an der Stelle auswählen, welches Image wir eben brauchen. Ich wähle jetzt hier einfach ein vorgefertigtes Image. Ich könnte natürlich hier aus dem Blob Storage oder aus dem Managed Image eigene Image ziehen. Ich wähle jetzt einfach aus der Galerie ein Windows 10 Multisession mit O365 Pro Plus. Schon vorinstalliert. Ich wähle aus, welchen Disk-Type ich haben will. Ich bleibe jetzt bei dem Premium SSD, weil ich will richtig Dampf in den Maschinen haben. Ich muss dann allerdings auch festlegen, in welche AD ich joine. Also das heißt, wir haben noch kein reines Azure AD-Szenario. Das ist auch der Grund, warum jetzt hier gleich die Bereitstellung nicht stattfinden wird, weil ich habe hier kein Azure AD. Ich gebe hier einfach was ein, kein lokales AD beziehungsweise keine Domain Services. Das wäre im Übrigen die Variante. Wenn ich quasi Cloud-only bleiben möchte, dann könnte ich Azure Domain Services einsetzen. Ich wähle mein virtuelles Netzwerk aus mit dem virtuellen Subnetz, das ich in dem Fall jetzt schon vorkonfiguriert habe, muss dann hier meine Tenant Group Names vergeben und gebe hier dann die UPNs an, die auch für das Deployment quasi dann verwendet werden. Bin ich gleich durch. Kann hier zwischen UPN oder Service Principal auch wählen. Das bleibt mir unbenommen. Da habe ich es vertippt. Da müssen wir jetzt leider durch. Verkraften wir. Ja, es ist ein großes E. Das ist sehr hart, aber ich weiß, es ist für manche wird es aber, tut es weh, wenn sie so ein Typo sehen. Das tut mir leid. Und ich gebe hier quasi mein UPN ein, gebe hier in dem Fall den gleichen ein, den ich vorher angegeben habe. Und er meckert schon, dass die Kennwörter jetzt erst korrekt sind. Sage überprüfen und erstellen, und jetzt wirft er mir natürlich hier den Fehler und sagt, hey, die AD gibt es ja gar nicht, kann mich nicht anmelden, deswegen kann ich nicht erstellen. Grundsätzlich genau das, was du gesagt hast, dieses Plan-Thema ist natürlich ein Thema, was wir da im Vorfeld massiv treiben müssen, ja, damit wir diese Vorbereitung an der Stelle alle haben. Aber wenn wir es haben, dann ist diese Bildphase, wie du gesagt hast, relativ schnell und einfach. Ja. Wenn wir dann, was haben wir denn? Da haben wir leider die gleiche Folie. Eigentlich sind wir jetzt bei der Pause angekommen. Würden hier jetzt einfach, da wir ein bisschen schneller durchgekommen sind, vielleicht ein paar Fragen, falls es welche gibt, beantworten. Ich sehe gerade, es gibt noch keine. Dann würde ich einfach an der Stelle vorschlagen, wir ziehen die Pause ein bisschen vor. Mhm. Sind wir ein bisschen besser durchgekommen, als wir es geplant haben. Sei es drum. Wir arbeiten noch mal an meinem Ton, wurde mir gerade aus der Regie gesagt, der wohl offensichtlich noch nicht ganz optimal ist. Und dann sehen wir uns um 10 nach 10, fast wieder. Und so, also herzlich willkommen zurück. Auch von mir, willkommen zurück. Ja, ich hoffe, Sie haben die Pause gut genutzt. Und, wir gucken mal weiter. Vor uns ist dann tatsächlich mit dem ganzen Thema Plattform as a Service noch mal intensiver befassen, noch mal so eine kurze Zusammenfassung. Wir haben jetzt uns den Infrastructure as a Service Teil so ein bisschen angeguckt. Wir haben natürlich einen Bruchteil angeguckt. Das muss klar sein. Der ist natürlich viel, viel umfangreicher als das, was wir jetzt hier in einer Dreiviertelstunde, Stunde irgendwie präsentieren können. Und daher gerne, wenn Sie werden am Ende der Präsentation auch unsere Kontaktdaten bekommen, gerne an uns wenden, wenn Sie da auch, sage ich mal, vertiefende Fragen in einigen Bereichen haben. Beide Systemhäuser sind da sehr gut aufgestellt und können da auf jeden Fall unterstützen, wenn es um das Thema geht. Wir haben uns jetzt ein bisschen mehr auf, sage ich mal, die virtuelle Maschine konzentriert. Also gesagt, ist so ein bisschen der Einstieg. Aber wie sieht denn das bei euch aus? Also bei uns ist es tatsächlich so, eigentlich fast alle unserer Kunden haben erstmal ein hybrides Szenario.
Ja, also ich muss es ganz ehrlich sagen, die Welt ist Hybrid. Also wenn man so ein paar Jahre zurückdenkt, wo die Public Cloud und die Private Cloud so in den Markt kamen, ja, die ganzen Hersteller haben gesagt, ja, alles geht in die Cloud, komplett Full Cloud und nichts mehr lokal, war ich damals schon etwas pessimistischer bezüglich dieser Aussage, ja. Und es hat sich aber gezeigt, dass die Welt deutlich Hybrid ist, ja, und ich denke, das wird auch uns in den nächsten Jahren noch so begleiten, weil einfach doch die Bandbreiten vielleicht nicht überall so ideal sind, ja, und auch die Software-Komponenten oder die Dinge, die dann in die Cloud sollen, vielleicht doch noch nicht so wirklich Cloud-ready sind oder der ein oder andere Hersteller auch sehr konservativ unterwegs ist von Softwareprodukten, die sagen, okay, sie wollen keinen Azure Native Service nutzen für eine Datenbank zum Beispiel, weil da einfach noch keine Erfahrung da ist und so weiter und so fort, ja. Deswegen ist diese gesunde Mischung, wie eigentlich überall im Leben, ja, eine schöne und feine Sache. Und definitiv sehen wir das am Markt auch so, dass wir sehr viele hybride Szenarien aufbauen. Ja. Und Hybrid muss ja nicht heißen, nur on-premise und in der Cloud, sondern Hybrid kann es sein, also Thema Multicloud. Ich habe Teile hier, Teile da, weil ich hier einen guten Service bekomme und da einen guten Service konsumieren kann. Ich mische das schön zusammen und habe halt nochmal eine lokale Infrastruktur, wo halt doch noch gewisse Teile einfach on-premise liegen. Ja. Ja. Und wir sehen, also unterstrichen gesagt, die hybride Bereitstellung. Das ist, denke ich, das Gängige. Und da auch nochmal vielleicht kurz die, sag ich mal, den Throwback zu unserer letzten Veranstaltung. Da haben wir dann auch gezeigt, wie wir diese Veranstaltung einfach sicher anbinden können an unsere. Also die Aufzeichnung steht auch bereit. Und jeder, der vielleicht das letzte Mal nicht dabei sein konnte, einfach auch melden. Gibt auch die Möglichkeit, das Ganze dann nochmal sich im Nachgang online anzuschauen. Gut, dann schauen wir uns nochmal dieses Modell an, das wir ja schon, sag ich mal, eingangs uns betrachtet haben und schauen hier Plattform as a Service uns den Gedanken an. Also wir sehen schon, hier ist dann wirklich eigentlich nur noch die Applikation und der Inhalt, also die Daten in unserer Verantwortung. Der Rest wird komplett vom Provider vorgestellt, bereitgestellt, dem Hyperscaler, in dem Fall jetzt Azure. Ich habe jetzt heute mal ein Thema mitgebracht, was, glaube ich, bei vielen unserer Kunden jetzt noch nicht so bekannt ist. Du bist vor den Proben auch noch nicht so richtig gekannt. Nee, nicht wirklich, ja. Also ich habe gewusst, da gibt es was, aber was man genau damit machen kann, welche Anforderungen beziehungsweise man damit abdecken kann. Ich fand es sehr, sehr spannend. Genau. Also, stell es mal vor, ja. Genau. Das ist wirklich ein interessanter Ansatz. Ja. Also wir sprechen hier in dem Fall über Serverless Compute. Also wenn wir uns so ein bisschen die vergangenen Jahre, vielleicht auch schon fast Jahrzehnte angucken, wenn es um das Thema IT geht, war so eine der entscheidendsten Wellen sicherlich dieses Thema Virtualisierung. Also ich glaube, das ist inzwischen aber so Commodity, das gibt es kaum noch, dass jemand wirklich physisch Server bei sich im Rechenzentrum pro Applikation betreibt. Der zweite Schritt, der dann kam, der auch immer noch sehr aktuell ist, ist halt das Thema Container. Also das heißt, Containerisierung. Genau, wie es heißt, Docker, Kubernetes zur Orchestrierung, wie auch immer man das Kind nennt, war so der nächste Schritt. Und eigentlich der Schritt nach der Containerisierung ist dieses Thema Serverless Compute. Das ist für mich auch eigentlich so richtig Cloud. Ja, also wenn die Server alle weg sind, ja, dann habe ich richtig ein mobiles oder flexibles Modell und es geht genau in diese Richtung. Genau, also im Endeffekt, ich provisioniere meine Funktionen, meinen Source Code. Das ist einfach so, ja. Darüber kann man das nicht beschönigen. Es ist Source Code, ja, aber ich muss keinen Server mehr bereitstellen, ja. Ich gewinne dadurch aber natürlich auch eine enorme Flexibilität und eine automatische Skalierung, weil ich im Endeffekt ja nur noch diesen Source-Code dahin packe und ob der gerade viel Leistung braucht oder wenig, ist mir persönlich erstmal völlig egal. Ja. Ich kann es mit verschiedensten Programmiersprachen verwenden. Ja? Also wir haben .NET, .NET inzwischen Open Source, auch ein interessanter Schritt, den die Microsoft da gegangen ist. Vor allem von dieser Closed Source Company zu einer Open Source Company. Ja, definitiv. Ja. Dann Node.js, Java von Oracle, aber natürlich auch PowerShell, aber auch Python, was sich natürlich gerade auch in der Open Source Community einer ziemlich hohen Beliebtheit einfach erfreut.
Grundsätzlich werden diese Functions immer über Trigger gesteuert. Ja, das heißt, es gibt irgendetwas, was diese Funktion auslöst. Ja, dieses Auslösen kann sein klassisch zeitgesteuert, kann aber auch sein ein Aufruf über eine Webseite, kann aber auch sein ein Funktionsausruf aus einer anderen Applikation, kann aber auch zum Erstellen von Daten sein. Also da gibt es unterschiedlichste Varianten, die man dafür verwenden kann. Und wir hatten es ja schon über das Thema Security letztes Mal. Wir können das natürlich auch mit einer Authentifizierung absichern, weil es ist natürlich auch ein Cloud-Only-Native-Service. Ja, der läuft in der Cloud und ich kriege einen Endpunkt und den will ich vielleicht aber auch nochmal zusätzlich absichern und das ist natürlich möglich. Das heißt, ich habe hier auch mal ein ganz kleines Beispiel mitgebracht. Ich habe hier einfach einen ganz kleinen Source-Code mal geschrieben, den ich jetzt einfach mal zu Azure deployen möchte. Das Ganze ist geschrieben in Visual Studio Code. Jeder, der so in letzter Zeit so ein bisschen mit Editoren sich beschäftigt hat, Visual Studio Code, absoluter Hammer-Editor, kann ich nur empfehlen mit den ganzen Erweiterungen. Auch hier vielleicht der Kickback zuvorhin. Terraform kann ich wunderbar auch damit verwalten. Und wir sehen schon, das ist mein ganzes Projekt. Ich klicke unten Deploy Function App, wähle hier meinen Namen aus, kann eine neue erstellen oder ich habe jetzt in dem Fall die schon mal gewählt. Und er sagt mir dann, hey, willst du das wirklich tun? Das will nämlich dein altes Deployment überschreiben. Ich klicke auf OK und am Ende des Tages, was passiert? Er wird jetzt quasi das im Hintergrund kompilieren, nach oben zu Azure laden. Und mir dann als Funktion bereitstellen mit einem Endpunkt, den ich im Internet quasi ansprechen und aufrufen kann. Ja, was tut diese Applikation? Im Endeffekt ist es ein Aufruf einer Funktion, die eine Variable aus einer URL sich kopiert und mit Hilfe dieser Variable eine Website generiert, die ich dann wieder aufrufen kann. Das ist so ein bisschen das Hello World Beispiel. Mhm. Mir ging es jetzt nur darum, einfach mal zu zeigen, wie schnell ich an der Stelle so eine Funktion bereitstellen kann in Azure. Das heißt, Azure Functions wird vermutlich viel im Bereich IoT dann Verwendung finden. Ja, also wir kommen gleich noch auf das ganze Thema Use Case. Wir schauen uns jetzt hier mal an. Ich habe hier jetzt dann eben meine Funktion, die mir tatsächlich eine Website zurückliefert, ohne dass ich einen Webserver im Endeffekt hinten dran stehen habe, sondern eine dynamisch generierte Webseite. Ich gebe jetzt hier eben die Funktion noch mit, also die Variable noch mit, die dann gleich ausgewählt wird. Ich gebe hier meinen Namen mal mit. Und er sieht, diese Funktion hat mir jetzt eine neue Website generiert und begrüßt mich mit Hallo Dominik, schön, dass du da bist. Sehr freundlich. Ja, ja, ist eine ganz freundliche Funktion, die ich an der Stelle mal geschrieben habe. Ja. Warum auch immer es jetzt nochmal reinfällt. Du hast schon gesagt, was sind denn da für Use Cases? Ja, du hast da schon gefragt. Da gibt es verschiedene und ich glaube auch viele wirst du jetzt, wenn du sie so liest, denken, ah, okay, das ist eigentlich eine sinnvolle Anwendung, da könnte ich wirklich einen Bedarf für haben. Einmal Auswertung. Wenn ich große Datenmengen habe oder auch kleinere Datenmengen, die ich regelmäßig auswerten möchte, zum Beispiel zeitgesteuert oder eben mit einem Erstellen von Daten sollen die auch gleich ausgewertet werden. Batch-Verarbeitung, wer kennt sie nicht? Diese Dateien, die irgendwo noch verarbeitet werden müssen. Ich lege sie in ein Verzeichnis und dann holt sie irgendeinen Dienst ab. Auch das könnten wir über Azure Functions und Storage in Azure zum Beispiel wunderbar realisieren. Aber wir können auch virtuelle Maschinen starten. Wir haben jetzt gerade schon gesehen, wir haben so einen HTTP-Trigger gebaut. Wenn ich hier quasi so eine Web-Oberfläche baue, die ich vielleicht nur von intern zur Verfügung stelle, wo Functions hinten dran liegen, könnte ich zum Beispiel das Hoch- und Runterfahren von virtuellen Maschinen auch stückweise mit an meine Anwender übergeben. Wir haben es vorher schon über das Thema Abonnements und Kosten und so weiter gesprochen. Wie viele der Server werden denn immer und überall gebraucht? Sind nicht so viele. Viele eideln da einfach vor sich hin, runterfahren, dann kostet mich im Endeffekt die virtuelle Maschine nur noch ein bisschen dieser Speicher, der relativ günstig ist und erst wenn ich sie wieder brauche, kann ich sie starten. Und ich könnte ja dann wiederum einen vergessen Runterfahren-Trigger enablen. Ja. Das heißt, wenn die Maschine nicht benutzt wird, weil die CPU nur idelt und es ist nach 19 Uhr, dann fährt Azure über eine Function die Maschine automatisch runter und spart meiner Organisation Geld. Definitiv, ja.
Echtzeit-Bot-Kommunikation. Jeder kennt es inzwischen. Wir haben auf den Webseiten unten so, hallo, ich bin Ihr persönlicher Ansprechpartner. Wie Karl Klammer. Ja, vielleicht ein bisschen besser als Karl Klammer früher. Es wäre schade, wenn es die letzten 20 Jahre da keinen Fortschritt gegeben hätte. Das wäre schade, ja. Aber den gab es natürlich. Also das heißt, diese Echtzeit-Bot-Kommunikation, die ja auch, sag ich mal, auf KI dann noch trainiert werden kann, können wir bei Azure Functions sehr gut abdecken. Wir haben zeitgesteuerte Anwendungen, also zum Beispiel Kontext war ja gerade auch die Frage, könnt ihr auf das Thema Bots eventuell noch etwas mehr eingehen? Wir kamen gerade was aus der Regie, war die Frage, ob wir auf das Thema Bots noch ein bisschen näher eingehen können. Machen wir bei unserer nächsten Veranstaltung beim Thema Azure KI. Wir haben es jetzt heute nicht explizit auf der Roadmap, aber dort werden wir explizit auf das Thema Azure KI und Bots nochmal drauf eingehen. Da ist es auch Ziel, so einen einfachen Bot mal zu erstellen. Da haben wir auch wieder einen coolen Gesprächspartner für mich gefunden, den Alexander Schmidt von der Firma DevDir, der uns das ganze Thema näher bringen wird. Und da werden wir genau über das Thema Bot sprechen. Gegebenenfalls, wenn es eine dedizierte Frage gibt, könnte man das jetzt schon einbringen? Wir würden es ins nächste Event mit aufnehmen. Genau, danke. Zeitgesteuerte Anwendungen, zum Beispiel, ich mache ein Event und möchte abends immer die Auswertung bekommen, wie der aktuelle Stand der Anmeldungen ist. IoT-Anwendung, du hast es schon gesagt, natürlich, wir können über Azure Functions einfach die, sag ich mal, Daten, die reinkommen und die sich vielleicht auch außerhalb der Norm befinden, dann verwenden, um zu regeln, also wirklich in die Produktion einzugreifen, beziehungsweise auch einfach nur Alerts zu versenden und zu sagen, hey, hier ist etwas, was vielleicht nicht so sein sollte. Und das ist sehr schön darüber abbildbar, ja, definitiv. Und Mobile Apps ist ein Thema, das wir auch an der Stelle ganz klasse mit Azure Functions die Verarbeitung quasi im Hintergrund dann verwerten und zurückliefern lassen, können wir wunderbar über Azure Functions abbilden. Und ein Klassiker natürlich, ETL-Strecken, Extract, Transform, Load. Ja, in einem System werden Daten in irgendeiner Weise eingegeben. Ich muss sie transformieren und in ein anderes packen. Auch das können wir wunderbar machen. Wir haben dafür wunderbare Schnittstellen. Also wir können da verschiedenste Schnittstellen an der Stelle verwenden. Am liebsten natürlich REST. Das ist so der Standard inzwischen. Da haben eigentlich fast alle gängigen Applikationen inzwischen. Und darüber können wir wunderbar solche Themen abdecken. Also alles in allem sehr, sehr sinnvolle Funktion. Definitiv, ja. Vor allen Dingen, wenn wir uns jetzt auch mal die nächste angucken, wenn wir über das Thema Kosten sprechen, weil das ist natürlich etwas, wo viele dann sagen, ja, okay, das klingt jetzt schon gut, aber was kostet mich denn das Ganze? Also interessant ist, dass wir per se erstmal 1 Million Ausführungen kostenlos bekommen, und zwar jeder. Das ist eine ganz schöne Menge. Ja. 1 Million Mal kann ich diese Azure Function aufrufen und ich muss nichts dafür bezahlen. Danach kostet mich die Ausführung 17 Cent pro 1 Million Ausführung. Ist natürlich, klingt jetzt erstmal total wenig. Wenn ich natürlich eine IoT-Anwendung habe, die mir in der Sekunde 10.000 Daten liefert, dann kann das natürlich schon auch ins Geld gehen. Ja. Aber wenn ich so eine ETL-Strecke, die ich einmal am Tag trigger, dann komme ich da schon relativ weit damit. Ja. Und das zweite Abrechnungsmodell, das wir an der Stelle haben, ist eben die Gigabyte-Sekunde. Das ist nicht so ganz transparent. Also ich kriege 400.000 Gigabyte-Sekunden von Microsoft mit dazu. Und eine Gigabyte-Sekunde ist eine Sekunde, wo die Funktion 1 Gigabyte RAM verwendet. Heißt zwar serverless, aber irgendwo steht natürlich doch Compute hinten dran. Natürlich. Ja. Das heißt, wenn ich da eine Maschine habe oder eine Funktion programmiere, die halt 400.000 Gigabyte RAM benötigt, ja, dann wäre nach einer Sekunde mein Guthaben aufgebraucht. Dann würde ich mich aber auch fragen, was das für eine Anwendung ist. Vielleicht müssen wir da nochmal in Media Res gehen, gucken, was man da genau gebaut hat. Das ist vielleicht der Source Code nicht ganz optimal. Nicht ganz optimiert vielleicht. Ja. Interessant finde ich auch, wie die ganzen Hyperscaler neue Einheiten erfinden. Ja, ja, das Gigabyte ist Sekunde, interessant. Ja. Ist auch mir vor Azure Functions nicht geläufig gewesen. jetzt haben wir ja schon gesehen, wir haben vorher über JSON-Files gesprochen, wir haben über Terraform gesprochen, wir haben über Azure Functions gesprochen, das ja wirklich reiner Source-Code im Endeffekt ist. Ja, wir müssen ja auch irgendwo diesen Source-Code verwalten.
Ja, das ist immer das Wichtigste bei der Softwareentwicklung, diesen Source Code und dann auch in Revisionen und nachvollziehbar. Und gerade wenn mehrere dran arbeiten, ist das immer eine Herausforderung. Aber auch hier haben wir eine kostenlose Bereitstellung von einem Service von Microsoft. Und das Ganze nennt sich Azure DevOps. Azure DevOps ist der ehemalige Team Foundation Server, okay. Der aber natürlich nochmal deutlich weiterentwickelt wurde. Also wir sehen schon hier an der Stelle, wir haben hier klassisch den Überblick, Boards, Repos, also unsere Code-Repositories, unsere Pipelines, die automatisierte Builds mir bauen. Das schauen wir uns am Schluss noch an, wie das so ein Szenario aussehen kann. Testplans und Artifacts. Ja. Wir können an der Stelle uns mal angucken, wie schön das halt in das ganze Thema Visual Studio Code zum Beispiel integriert ist. Wir machen hier mal einen kleinen Commit. Ich habe hier mein Azure DevOps Projekt. Ich gehe auf die Repos und sehe schon, da sind momentan jetzt einfach nur eine kleine README-Datei mit drin. Ich klicke auf Clone und sage, clone das Ganze mir in Visual Studio Code. Okay, und habe im Endeffekt jetzt den aktuellen Source Code mir in mein Visual Studio schon besorgt. Ja. Und wenn ich dann im Endeffekt, ich muss natürlich festlegen, wo wird das Ganze hingespeichert. Das wird ja runtergeladen im Endeffekt. Ich arbeite lokal. Das geht einen kleinen Moment. Dann habe ich meinen Source Code. Und dann sieht man jetzt hier gleich, dass meine README da ist. Ich kann die verändern. Und das ist jetzt einfach nur ein kleiner Satz, den ich da noch reintippe. Und ich mache danach einen kleinen Commit wieder. Das heißt, ich lade diesen Source Code wieder in einer neuen Revision zu Azure DevOps hoch. Das ist jetzt, sage ich mal, für Azure Functions natürlich schon mal sehr wichtig. Aber wir sprechen natürlich bei JSON oder Terraform inzwischen halt auch über Code in meiner Infrastruktur, den ich ja auch in irgendeiner Art und Weise verwalten möchte. So ist Das heißt, ich komme eigentlich um ein Code-Verwaltungstool schon nicht mehr drumherum. Ja? Und wie funktioniert das Ganze inzwischen? Wir können die Team Foundation Services hier noch nutzen, aber das ist eigentlich sogar von Microsoft gar nicht mehr der gewollte Weg. Ja? Viele haben es vielleicht mitbekommen, Microsoft hat GitHub gekauft. Eine der größten Open-Source-Plattformen. Genau, es ging ein Aufschrei durch die Open-Source-Community, was passiert. Aber du weißt es sicherlich, was hat Microsoft als erstes gemacht? Ist den kostenlos gemacht. Ja, das war also tatsächlich interessant für viele Open-Source-Entwickler, weil unbegrenzter Speicher bis zu einer Teamgröße von 3 auf GitHub für alle nun kostenlos verfügbar war. Und dementsprechend ist natürlich die Git-Technologie auch ein Stück weit jetzt in Azure DevOps aufgegangen. Also das heißt, wir sprechen hier eigentlich mehr über Git als um die Team Foundation Services für die Code-Verwaltung inzwischen. Und Azure DevOps ist aber eigentlich viel mehr als nur eine Codeverwaltung, weil sonst könnte ich einfach GitHub verwenden und wär ja glücklich. Oder ganz einfach, ich nehme einen SVN, den ich mir irgendwo installiere, sondern das ist ja tatsächlich deutlich mehr. Moment, auch hier. Wir haben nämlich auch quasi ein Projektmanagement-Teil dabei und zwar angelehnt oder sehr stark an Scrum angelehnt, also sehr agil. An dieser Stelle. Ist ja spannend, dass sowas auch auf einmal auf Azure verfügbar ist. Also Projektmanagement, das kriegt man jetzt gar nicht eigentlich mit einem Cloud-Service in Verbindung gebracht. Ja? Ja, also es ist natürlich, Scrum kommt natürlich aus der Softwareentwicklung. Das heißt, man hatte hier über das Thema Softwareentwicklung ja quasi einen Einstieg gefunden, hat halt festgestellt, die meisten erfolgreichen Softwareentwickler arbeiten nach Scrum und brauchen dafür auch ein Tool. Ja? Die brauchen ihre Boards, die brauchen ihre Backlogs, die brauchen ihre Sprints und so weiter. Ja? Und wie kann ich das Ganze denn sauber verwalten? Also ich habe hier einfach die Möglichkeit, mir Work-Items zu erstellen. Ich kann die Mitarbeitern oder Kollegen zuweisen. Ich kann hier schätzen, was die Priorität ist, wie viel Zeit ich dafür benötige. Ich habe hier eine komplette Historie. Ich habe die Möglichkeit, auch Dateien anzuhängen und so weiter und so fort. Und das dann in die entsprechenden Sprints zu packen und dann in einem Sprint-Planning einzuplanen, im Daily Review zu besprechen und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben abseits des Codes in Azure DevOps vielleicht auch echt ein Thema, wo wir sagen können, das kann ich als Projektmanagement-Tool nach agiler Vorgehensweise verwenden, ohne dass ich den Code-Teil an dieser Stelle einmal anfassen muss. Wobei ich diesen Code-Teil ja dann sogar verwenden kann für eine Projektdokumentenverwaltung. Oder Azure Functions einzubinden.
Ja, auch das, ja, natürlich. Also die Möglichkeiten bestehen alle. Die haben natürlich Schnittstellen, die ganzen Produkte, und innerhalb der Microsoft-Umgebung ist das natürlich super. Also ich sehe schon, ich habe jetzt hier mal Work-Item-Vorbereitung Business Breakfast erstellt und könnte es eben jemandem zuweisen, in Sprints zuweisen. Ich kriege meine Burndown-Charts, ich kriege alles hier, und das kriege ich kostenlos bis zu 5 Projektteilnehmer. Mhm. Also von daher vielleicht auch nochmal dieses Herauslösen von Azure DevOps aus der reinen Softwareentwicklungsecke hin zu einer, ja, Tool, das vielleicht auch in anderen Abteilungen durchaus interessant sein kann, solange man halt in eine gewisse Art und Weise ein agiles Vorgehen. Mhm. Und was ist nach den 5 Usern? Nach den 5 Usern kostet es eine Lizenz. Das ist dann je nachdem zu lizenzieren. Das muss man einfach schauen, was da dann die geeigneteste Variante ist. Aber ja, da gibt es daneben Lizenzen. Okay. Also es ist nicht begrenzt auf 5. Wir können auch mit 200 Entwicklern daran arbeiten, aber dann kostet es halt einen gewissen Obolus. Ja, da müssen wir jetzt mal. Und jetzt hatte ich ja gerade schon die Themen angesprochen, ganz am Anfang, wie so eine komplette Build-Pipeline dann aussehen kann. Ich habe jetzt hier mal ein Kubernetes bzw. Azure Container-Szenario ausgewählt. Also wir entwickeln quasi in unserer IDE, committen das in einen Azure-Repo. Gleichzeitig wird es über einen Data Scientist noch validiert, vielleicht wenn wir ein bisschen über KI noch drüber sprechen. Ja. Das Azure Pipeline baut mir das Ganze, zum Beispiel zeitgesteuert. Wir können hier auch ein bisschen Quality Gates einbauen. Wir können zum Beispiel sagen, naja, also den Code, den Sie jetzt vorhin gesehen haben, den dürfen wir nicht committen, weil es sind nicht mal 50% Kommentare drin, und wir können das über 4-Augen-Prinzip oder sonst was generieren. Aber wenn der Code committed ist und der ist einen Test durchgelaufen und da ist nichts aufgefallen, dann build mir das über Azure Pipelines und deploy mir das automatisch in einen Container rein. Und der alte Container wird quasi recycelt und ein neuer Container ist dran. Das heißt, wir haben eine enorme Geschwindigkeit für das Deployment von Software und Produkten. Also die Time to Market wird natürlich extrem reduziert. Ja. Also wir kommen da in interessante Ideen rein, wenn man sich das Thema genauer anschaut. Ja, so viel mal zum Thema Azure DevOps. Kleiner Ausflug in diese Welt. Entwicklungswelt, ja. Ja, nicht nur, haben wir ja gerade gesehen, nicht nur Entwicklungswelt. Es verschmilzt halt einfach, ja. Ja, es wird immer mehr. Da kommt auch dieses Thema DevOps, kommt ja im Markt immer mehr an, ja. Also es werden immer mehr Fachkräfte im Bereich DevOps benötigt, ja. Weil wir haben ja zwei Klassen, Anführungszeichen. Das sind die reinen Infrastrukturleute und die reinen Softwareentwickler. Aber die verschmelzen halt in diese neue Rolle rein, ja. Und finde ich sehr, sehr spannend, gerade wie diese speziellen Menschen auch das Business von Kunden auch verändern. Ja, definitiv. Also das ist sehr spannend, ja. Nächster Plattform as a Service-Dienst, Azure SQL. Schauen wir uns mal an. Wie viele eurer Kunden haben einen SQL-Server im Einsatz? Alle, würde ich mal sagen. Ja. Irgendwo ist zumindest ein SQL-Express irgendwo. Also haben sie SQL im Einsatz. Ja, richtig. Und wie viele haben ihn hochverfügbar? 5% vielleicht. Ja. Ja, es stellt ja beim SQL Server auch echt eine gewisse Herausforderung dar. Es gibt die Bereitstellung über den klassischen Cluster, der dann über die Standardlizenz zu machen ist. Ich allerdings irgendwie Shared Storage bereitstellen muss, das in den Virtualisierungslösungen dann nicht sauber ist. Gerade wenn wir dann über so Backup wie Veeam oder sonstige Themen sprechen, können wir das nicht damit sauber backuppen. Wir müssen wieder mit Agents arbeiten und so. Also deswegen ist der Cluster, hat seine Daseinsberechtigung, aber ist bei vielen halt nicht mehr unbedingt die erste Wahl. Ja. Auf der anderen Seite gibt es die Always-On-Verfügbarkeitsgruppen, wo ich keinen Shared Storage mehr brauche, das natürlich allerdings ein Enterprise-Feature ist. Und die Enterprise-Lizenz, wissen wir beide, die ist halt auch. Da will Microsoft Euros sehen. Ja, die ist kostenintensiv. Wir haben noch die Variante, dass wir eine Always-On-Verfügbarkeitsgruppe im Standard definieren. Allerdings dürfen wir da nur eine Datenbank reinlegen. Das ist für die wenigsten Applikationen praktikabel. Also von daher gibt es auf Microsoft Azure die Antwort, Azure SQL, weil das ist ein hochverfügbarer Dienst. Das heißt, über diese Themen muss ich mir erstmal keine Gedanken machen. Microsoft gibt uns dafür 3 Typen, die wir auswählen können. Das eine ist die Single Database, das ist das Bereitstellen einer einzigen Datenbank. Das wäre dieses Vergleichbare mit Standard und Availability Group und einer Datenbank. Dann haben wir einen Elastic Pool, das ist das Bereitstellen mehrerer Datenbanken.
Aber wir haben nicht alle Funktionalitäten, die ich jetzt von einem SQL-Server kenne. Ja? Um das quasi diese komplette Funktionalität auch der Enterprise zu bekommen, wäre die Managed Instance meine Mittel der Wahl. Das bedeutet, ich bekomme eine vollwertige Instanz eines SQL-Servers hochverfügbar in der Cloud. Und du hattest aber es gerade schon angesprochen, ihr habt da auch eure Erfahrungen schon mitgemacht? Korrekt, ja. Also das Thema ist einfach, der Dienst ist da, der ist toll und funktioniert super. Ja. Nur es gibt nur noch einen Faktor Mensch. Und der Faktor Mensch ist in der Regel oft auf der Seite der ERP-Hersteller. Ja. Das heißt, wir hatten das auch in einem vergleichbaren Projekt. Den Kunden haben wir komplett migriert auf Azure. Der läuft wirklich voll auf Azure mit WVDE und Files und alles bei Azure. Auch keine Faxlösung mehr lokal, das läuft auch über einen separaten Service, Telefonie etc. pp. Unter anderem hat er auch natürlich eine Warenwirtschaft, ja. Ist ein Großhändler für Obst und Gemüse, also auf Bio-Qualität und die nutzen Navision. Navision, also nicht Dynamics 365, sondern wirklich Microsoft Navision und Navision benötigt natürlich auch einen SQL-Server. Ja, und natürlich haben wir gesagt, okay, alles klar, brauchen wir jetzt keinen separaten SQL-Server bereitstellen, wir nutzen doch Azure SQL, weil ist ja da, wir haben drei Möglichkeiten, Single Database, Elastic Pool oder Managed Instance. Ja. Der Hersteller bzw. der Dienstleister, weil der Hersteller wäre Microsoft in dem Fall, sagen. Also in dem Fall der Dienstleister, hat gesagt, ja, nee, hat er jetzt noch nie gemacht und will er eigentlich nicht. Und er kann dann keine Garantie dafür übernehmen, dass die Datenbank richtig arbeitet, weil die kennt ja nicht die Datenbank, die Manager jemand anders. Dann hat gesagt, okay, wir testen es trotzdem, haben es getestet und die Azure SQL-Datenbank war ums Vierfache schneller als ein On-Premise SQL und auch ein separat auf Azure bereitgestellter SQL. Ja, die war deutlich schneller. Lange Rede, kurzer Sinn, wir mussten einen separaten SQL bereitstellen, weil einfach das Vertrauen des Dienstleisters bzw. auch dann der Community hinten dran in diesen neuen, in Anführungszeichen, der Kreis Neues, ja, Azure SQL Service nicht da war und keine SLA dann geboten wurde auf diese ERP-Instanz. Ja. Da ist einfach noch eine große Lernkurve auch für diese ganzen Dienstleister in dem Bereich und auch für die ERP-Hersteller vonnöten, ja, um diesem Service auch zu vertrauen und zu sagen, jawohl, das funktioniert und wir haben auch das Know-how da, in diesen Azure SQL Server einzugreifen, weil oft ist es halt so, dass, kennen wir glaube ich alle, der eine oder andere ERP-Hersteller jetzt nicht unbedingt das tiefe SQL-Know-how hat und dann viele Dinge in der Software umgebogen werden und Sarah heißt, der SQL ist langsam. Ja, aber das ist nicht der SQL, sondern es ist vielleicht oft die Frage, wie die Abfrage in diese Richtung gestaltet wurde. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir hätten es gern genutzt. Es war auch da, es hat sogar besser funktioniert. Ja. Aber es ist trotzdem jetzt kein Azure SQL, es ist ein Windows Server, virtualisiert, IaaS mit einem SQL drauf. Funktioniert auch, ja, schöner wäre es gewesen, Azure SQL. Aber ich denke, wir geben dem Markt noch ein, zwei Jahre in dem Bereich und dann sind wir da auch so weit, dass nativer Azure SQL Support für diese Applikation gegeben ist. Gehe ich auch mal davon aus, ja. Vielen Dank, ja. Wenn wir jetzt mal gucken, wir sprechen bei Azure SQL natürlich auch nicht nur über Microsoft SQL. Wir sprechen da auch über MySQL als ziemlich populäre Datenbank, gerade so für PHP-Webentwicklung, kleine, schlanken Datenbank, Open Source, funktioniert gut. Und auch ganz interessant, PostgreSQL, auch eine Open Source Datenbank, die viele unserer Kunden inzwischen als Alternative für Oracle sehen, weil die sind schon nahezu binär kompatibel und kosten halt keine Lizenzgebühren. Und viele unserer Kunden haben halt irgendwo doch noch ein Stück physisches Serverblech bei sich laufen. Das hat einfach geschuldet der Oracle-Lizenzbedingungen, weil wenn ich anfange, Oracle zu lizenzieren, dann könnte das unter Umständen sehr schnell sehr teuer werden. Das ist richtig, ja. Sag mal, wenn ein Kunde Oracle virtualisiert betreiben möchte, schickt Oracle in der Regel noch so einen Insolvenzantrag direkt mit. Ja. Also böse gesprochen. Ja. Also das ist schon ein horrender Preis, der da aufgerufen wird, um Oracle zu virtualisieren. Ja. Also wir sehen bei vielen unserer Kunden tatsächlich ewige Sun Solaris Maschinen, also auch noch komplett anderes Blech, wo dann Oracle Datenbanken drauflaufen. Ja. Wo ich denke, warum? Ja, steht da irgendeine Virtualisierungsplattform nebendran, Simplicity oder Hyper-V-Cluster oder Storage-Space direkt, also wirklich toll verfügbare Systeme und dann hängt ein Oracle-Cluster unten drunter. Ja. Also von dem her schön, dass es PostgreSQL gibt und dass PostgreSQL doch tatsächlich so
kompatibel zu Oracle ist. Ja. Und ich wünsche mir da eine sehr starke Veränderung im Markt, dass da viele Hersteller eher auf Postgres setzen. Ja, ja, und dann haben wir noch eine Datenbank, die dürfte ich eigentlich gar nicht unter SQL führen, ja, weil sie ist eigentlich eine Non-Relational, Non-SQL-Datenbank. Wir sprechen über Azure Cosmos DB. Azure Cosmos DB ist eine Datenbank, die per se immer global verfügbar ist. Deswegen kann mir Microsoft auch Antwortzeiten unter 20 Millisekunden, egal wo ich bin auf dieser Welt, garantieren. Das ist schon, das heißt, ich muss mich jetzt hier so ein bisschen von meinem klassischen relationalen Datenbankmodell verabschieden. Ich habe nicht mehr die klassischen Tabellen, die ich vorgefertigt habe, sondern ich habe im Endeffekt die Möglichkeit, einfach unstrukturierte Daten reinzubringen, aber sie auch wieder rauszubekommen. Und da habe ich auch verschiedenste Varianten mit einer Art SQL-Syntax, mit anderer Syntax, mit eigener Syntax. Wird sehr oft zum Beispiel auch im Mobile-Bereich verwendet, um Daten bereitzustellen, weil sie einfach sehr schnell ist und überall verfügbar ist. Also ist eine sehr coole Technologie, ist so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, ist die Alternative zur MariaDB, die AWS da propagiert, funktioniert sehr gut und wird im Markt sehr stark nachgefragt. Mhm. Tatsächlich ist auch einer der großen Wachstumsmärkte für die Microsoft in dem Bereich. Und was natürlich auch echt cool ist, wir haben hier ein Backup schon integriert. Das heißt, wenn ich diesen Service nutze, dann kann ich auch quasi durch das Klicken verschiedenster Retention Policies und das auch über die GUI zum Beispiel, wenn ich das möchte, mein Backup konfigurieren und zahle hier dann auch nur den Storage, ohne jetzt zum Beispiel noch eine weitere Backup-Lösung mit integrieren zu müssen. Genau, und ein Hinweis sei an der Stelle natürlich noch gegeben. Wir sprechen über Latenzen natürlich immer vom gewählten Standort. Wir haben uns am Anfang die Regions angeguckt, wo die Dienste online sind. Wenn ich natürlich hingehe, und das ist auch das, was du vorher gesagt hast, dieses Planning wird immer wichtiger, und eine SQL-Instanz in Nordamerika buche, die aber meistens aus Europa abfrage, dann brauche ich mich natürlich auch nicht wundern, dass die Latenzen deutlich höher sind, wie wenn ich einen SQL-Server bei mir im Rechenzentrum stehen habe. Ja. Licht ist Licht. Ja, also ich kann Licht nicht beschleunigen. Ja. Also irgendwo haben wir noch physikalische Gesetze so auf diesem Planeten, die dafür sorgen, dass wir halt da auch gewisse Latenzen haben. Das heißt, auch hier gut planen, von wo werden die Daten abgefragt, wie oft werden sie abgefragt, wie baut man das auf, wenn man in dieses Thema Datenbanken reingeht. Azure Sentinel. Sehr, sehr, sehr tolles Produkt. Cooles Thema. Wirklich cool, ja. Wir sprechen bei Azure Sentinel über eine SIEM, also Security Incident and Event Management, die aber rein cloud-basiert ist. Mhm. Das heißt, kann man nicht bei mir im Rechenzentrum installieren, kriege ich nur als Dienst in der Cloud gebucht. Gibt aber natürlich Konnektoren für ganz viele Dienste. Das heißt, ich kann auch wunderbar meine On-Premise-Umgebung mit einbinden. Genau, also egal, ob es jetzt meine Checkpoint On-Prem ist oder was auch immer ich On-Prem überwachen möchte, kann ich wunderbar auch an diese Cloud-SIEM anbinden. Und auch hier Gedanken machen. Also Moment, jetzt habe ich mir, verdammt, jetzt habe ich mich verhaspelt, Entschuldigung. Wir haben hier natürlich eine kostenlose Anbindung an Microsoft-Dienste. O365, Defender ATP, Cloud App Security, Azure Security Center. Diese ganzen Themen kann ich ja wunderbar an meine SIEM einbauen. Das heißt, also wenn ich gerade unterbrechen darf, ja, du sagst Microsoft Security Center, das heißt, alles, was an Sentinel collected wird, läuft auch in den Security Score mit rein. Ne? Genau, genau. Aber wir haben halt, das wollte ich vorher sagen, da hatte ich jetzt den einen Punkt übersehen, eine verbrauchsbasierte Abrechnung. Das heißt, wenn ich natürlich hingehe und jegliches Event, das irgendwie auftritt, in meine SIEM packe, dann habe ich zwei Probleme. Das eine ist, es wird teuer. Und das zweite ist, es muss an dieser Stelle auch irgendjemand mal verarbeiten. Wir haben natürlich an der Stelle eine KI-basierte Auswertung. Also wir haben eine KI-basierte Auswertung, aber nichtsdestotrotz ist es tatsächlich so, dass wir diese Inzidenz natürlich ein Stück weit noch klassifizieren und bearbeiten müssen. Ja. Wie viele Security-Incidents schafft so ein Security-Mitarbeiter in der SIEM zu bearbeiten? Naja, wenn er wirklich gut ist, 3. Genau. Ja. Also das heißt, wenn ich hier natürlich mehrere Millionen Events täglich, und da werden natürlich sicherlich einige Events dabei sein, die als Alert geflaggt werden, beziehungsweise dann tatsächlich auch ein Security-Incident sind, dann
muss ich die auch irgendwie bearbeiten und darauf reagieren, weil wir sehen uns den Plan, wir müssen sie sammeln, wir müssen sie erkennen, wir müssen sie genauer untersuchen. Das wird natürlich durch KI ein Stück weit geleitet, aber nur geleitet und nicht alleine durch die KI. Das macht entscheidet ja noch, es nicht selbstständig. Ja. Ne? Und dann muss man natürlich das ganze Thema antworten drauf. Ja. Und von daher ist es natürlich immer so eine Frage, wie viel möchte ich denn wirklich in meinem Team haben? Wie sieht das Ganze dann aus? Ich habe jetzt hier mal so eine Oberfläche mal mitgebracht. Da sehen wir, das sind 8,2 Millionen Events mal reingelaufen. 39 wurden davon Alerts generiert und 18 sind dann tatsächlich auch Incidents, bei denen ich reagieren muss. Ich sehe das Ganze dann auch schon schön geografisch aufgelistet, wo tritt es auf. Das heißt, ich bin auch in so einem Multi-Location-Szenario dafür gerüstet, genau zu sagen, welcher Standort hat zum Beispiel jetzt gerade Probleme. Mhm. Wo muss ich dann an dieser Stelle was tun? Vor allem, ich muss mir bei so einer Cloud-Theme-Lösung nicht Gedanken machen, wo laufen meine Datenströme hin, weil das ist ja auch einiges an Daten, was da produziert wird. Das, die Daten werden ja in dem Land, in dem diese Daten gesammelt werden, zu Azure hochgeladen. Das heißt, wir haben ja überall unsere Azure Data Center. Das heißt, der Dateneinsprungpunkt ist von USA, nicht Europa, für diese Daten, dieser Collector. Ne? Genau, definitiv. Also das ist sicherlich auch ein interessanter Aspekt. Ja, ja, so viel mal zum Thema Azure Sentinel. Das würde sicherlich auch hier 2 Stunden alleine füllen, wenn wir das Thema jetzt... Aber es sollte mal einen Überblick geben, was damit so ungefähr möglich ist. Ja. Jetzt kommen wir natürlich zu einem Punkt, der wahrscheinlich wie bei euch auch fast immer gestellt wird. Was kostet mich? Was kostet es denn? Ne? Ist alles schön, aber was zahle ich jetzt im Monat dafür? Ja? Meine Antwort ist meistens, es kommt drauf an. Ja, genau, das ist die Lieblingsantwort jedes Consultants. Es kommt drauf an, genau. Was können wir in der Cloud nicht? Wir können in der Cloud keine 100-prozentigen Vorhersagen machen, was es wirklich kosten wird. Das ist einfach nicht möglich, weil wir immer eine verbrauchsbasierte Komponente haben, die sich, sag ich mal, aus dem Arbeiten ergibt. Was wir tun können, wir können sogenannte Schätzungen, Estimates generieren. Und diese Schätzungen können wir mit einem Pricing Calculator, der ist frei im Internet verfügbar, mal, sag ich mal, ermitteln. Das heißt, wir geben hier mal unsere Umgebung ein. Ich gehe mal davon aus, ich brauche so und so viel, zum Beispiel virtuelle Maschinen, ich brauche so viel Bandbreite, um das wieder runterzuladen, ich brauche so und so viel Backup-Storage oder ich möchte zum Beispiel über das Thema Windows Virtual Desktop nachdenken. Schauen wir uns mal an, was kommt dann am Ende des Tages, was purzelt dabei raus. Ja? Wir haben hier Windows Virtual Desktop für 240 Benutzer mit einem VPN-Gateway, damit ich das Ganze sicher an meine Umgebung anpassen kann. Ich habe 4 Terabyte Azure NetApp Files, also ein nativer Azure-Dienst, der auf NetApp basiert. Das heißt, wenn ich NetApp nutzen will, brauche ich keine NetApp mehr, sondern ich kann sie als nativen Azure-Dienst beziehen. Und sehe dann hier am Ende des Tages meine Kosten. Was mich das Ganze am Ende des Tages im Monat kostet. Da sehen wir jetzt natürlich auch etwas, da steht ein Support mit 0 Euro drin. Mhm. Das ist vielleicht jetzt ja auch nicht ganz die Wahrheit. Also wir haben an dieser Stelle, sind diese Produkte ja eigentlich dafür prädestiniert, in den Managed Service zu gehen. Das heißt, viele unserer Kunden, die über diese Cloud-Lösung nachdenken, wollen ja auch vielleicht gar nicht mehr dieses Cloud-Know-how aufbauen, sondern vertrauen da auf einen Partner wie die Bechtle, die ihnen das Ganze managt. Ja. Und wir haben natürlich nochmal die Möglichkeit, anderen Support bereitzustellen. Und das ist aber natürlich nicht dieser Support, den wir hier jetzt bei Azure mit dazuklicken. Korrekt, deswegen haben wir hier bei Bechtle diesen Microsoft Premier Support Vertrag. Der kostet natürlich ein paar Euro. Der ist nicht unbedingt dafür da, dass jeder Kunde in jeglicher Größe diesen Vertrag abschließt, weil da reden wir von ein paar Zehntausenden Euros, die wir da im Jahr dafür bezahlen. Ja. Und da haben wir ein ganz anderes Support-Level bei Microsoft und kommen auch in ganz andere Support-Queues von Microsoft rein. Das heißt, wenn ich den Standard Azure Support, der mit dabei ist, aufmache, das dauert halt unter Umständen ein bisschen. Ja. Gar keine Frage, aber auch da können wir ja wirklich einen Mehrwert bieten.
dadurch, dass wir als Partner hier mit unseren Kunden diese Umgebung, sage ich mal, betreiben oder sogar sie komplett für sie betreiben. Richtig, wenn das da können unsere Kunden einfach von diesem Service profitieren, den wir da haben. Genau, also den können wir quasi weiterreichen an unsere Kunden. Genau. Gut, das war eigentlich so die Themen, die wir heute mal besprechen wollten. Sag schon mal echt danke, Yannick, dass du dir heute die Zeit genommen hast, da mit mir in die Diskussion zu gehen. Ja, sehr gerne, hat mir Spaß gemacht, war für mich auch das erste Mal dieses Format, natürlich ohne Kunden im Raum, nur über eine Kamera. Ich hoffe, es hat für alle auch gepasst und danke nochmal für die Einladung, dass ich da dabei sein durfte. Ich freue mich auf weitere Gespräche auch zu dem Thema. Kontaktdaten kommen ja auch noch. Genau. Ja. Cool. Wir haben natürlich, wir haben es in der Agenda gesehen, jetzt auch noch eine gewisse Zeit für Fragen. Das heißt, wir stehen hier für Fragen bereit. Ich kriege aus der Regie signalisiert, dass es eine Frage schon mal gibt. Ja. Eine Frage wäre, wo oder wie kann man differenzieren zwischen Power Automate und Azure Functions? Ah, okay. Interessante Frage, ja. Power Automate, früher Flows, Teil der O365 Suite, ist eigentlich eine Low-Code- oder No-Code-Lösung an der Stelle. Das heißt, ich muss da nicht meine Entwicklungsumgebung anschmeißen, sondern ich kann das wirklich über einen Webbrowser auch für den versierten Power-User im Endeffekt bereitstellen, wohingegen Azure Function wirklich eine Code-Only-Lösung ist. Da kriege ich keine Masken, wo ich mir Sachen per Drag-and-Drop zusammenziehen muss. Wir können Azure Functions in Flows dann verwenden. Das und das. Ja, und das. Genau, wir können alles verzahnen. Werden wir dann auch in einem unserer nächsten Vorträge Thema Power Automate und Power Apps sehen. Das ist, glaube ich, im September der Vortrag, wo wir auch wieder einen coolen Gesprächspartner haben, wo wir das dann wahrscheinlich auch live mal zeigen werden, aber dass wir da eine klare Differenzierung haben, Low Code, No Code oder Rein Code. Mhm. Auf jeden Fall das Thema. Ja, das ist sehr, sehr spannendes Thema, ja. Mal noch eine Minute, ob noch was kommt. Sieht momentan nicht so aus, als würden noch Fragen reinkommen. Deswegen vielleicht auch nur noch mal kurz hier die Hinweise. 16. Juli, Thema Azure KI. Da kam ja schon die erste Frage, ob wir auf Bots eingehen können. Werden wir hier auf jeden Fall machen. Wie gesagt, sehr coolen Gesprächspartner, Alex Schmidt. Und am 10. September eben die Veranstaltung zum Thema Power Automate und Power Apps, wo wir auch nochmal genauer und tiefer in diese Themen reingehen werden, die dann für alle vielleicht auch, sage ich mal, interessant sind. Und dann bedanken wir uns ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir haben Ihnen einen unterhaltsamen Vormittag an der Stelle beschert und würden uns freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Und bedanken uns an der Stelle ganz herzlich. Sie sehen hier noch unsere Kontaktdaten, die lassen wir jetzt auch noch eine Weile eingeblendet. Melden Sie sich, auch wenn Sie eine Aufzeichnung wollen oder auch mal ein persönliches Gespräch, einfach bei einem dieser drei Personen. Das ist ganz einfach möglich. Und dann würde ich sagen, vielen Dank und bis bald. Genau, Dankeschön, bis bald. Tschüss.